Und jedes Jahr, in derselben Nacht, schlüpfen die Meeresschildkröten aus ihren Eiern im warmen Sand. Oh, das ist einfach toll. Heute ist es soweit. Sie müssten sich hier aus dem Sand graben. Jede Sekunde geht's los. Dad, du hast das die letzten drei Abende auch schon behauptet. Wir verpassen die Littleton-Spiele und starren hier stattdessen auf Sand. Okay, gut. Ich habe mich verkalkuliert. Wir müssen Geduld haben. Ich freue mich einfach darauf, Schildkröten schlüpfen zu sehen. Das will ich schon ewig. Danke, dass du hier bist, Polly Schatz. Logo! Es geht um Babyschildkröten. Die Warterei ist vergessen, sobald ich sie in die Arme nehmen kann. Halt! Nicht so schnell, Polly. Hier steht, dass man die Kleinen nicht anfassen darf. Fasst man die Jungtiere an, können sie als Erwachsene nicht zurückkehren, um ihre eigenen Eier zu legen. Also sitzen wir hier rum und dürfen sie nicht mal knuddeln? Das ist schade. Es geht los! Es geht los! Sie schlüpfen! Oh, das sind nicht die Schildkröten. Willkommen bei dem Volleyballfinale der Littleton-Spiele. Möge das Spiel beginnen! Das ist heute? Och, ich wollte eigentlich zuschauen. Polly, dort! Und nun müssen die Jungtiere über den Strand ihren Weg ins Meer finden. Sunny Moon greift an, doch die Cosmo Cool Kids verteidigen. Die Littleton Flamingos geben Gas. Oh nein, das Spielfeld ist im Weg. Wir müssen den Schildkröten helfen. Ich könnte sie klein machen. Wir dürfen sie doch nicht berühren, Polly. Oh, wenn wir die Jungtiere nicht bewegen dürfen, verlagern wir einfach das Spiel. Und groß. Du schon wieder? Ich habe Rollkunstlauf wieder aufgenommen, okay? Was willst du? Also, die Schildkröten schlüpfen heute und das Spiel ist im Weg. Wir hatten uns gefragt, ob sie das Spielfeld verlegen würden. Wir brauchen nur eine Schneise, damit die Schildkröten ins Wasser gelangen. Nein, keine Chance. Aber das Spielfeld ist den Meeresschildkröten im Weg. Rettet die Schildkröten! Bitte, seid ruhig. Wir können doch das Spiel nicht verlegen, nur weil ein paar Leute ein Problem damit haben. Wisst ihr, wie schwierig es ist, um die Gezeiten herumzuplanen? Das Spielfeld ist kleinen Schildkröten im Weg? Wir spielen nicht, wenn ihnen das schadet. Oh, Sunny Moon. Okay, okay, ich regle das. Ja, das war ja leicht. Ha, das ging aber wirklich schnell. Sieh mal! Der Weg ins Meer ist frei. Los, kleine Schildkröten, ja! Okay, Volleyballfans, jetzt setzen wir das Highlight des Abends fort. Ja, und los! Was? Hä? Nein, 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 Leute! Das Meer ist doch da! Los, da lang! Wir haben das Spielfeld verlegt. Warum laufen Sie drauf zu? Vielleicht mögen Schildkröten ja Volleyball. Sunny Moon live beim Spielen zu sehen, ist ein Highlight. Aha! Die Jungtiere laufen in den Ozean, indem sie der Reflexion des Mondes auf dem Wasser folgen. Ha, das ist echt clever. Oh, sie denken bestimmt, das Flutlicht ist der Mond. Darum laufen sie in die falsche Richtung. Da könntest du wirklich recht haben, Polly Schatz. Aber wie locken wir die Schildkröten zum Licht? Also zum richtigen Licht. Oh. Vielleicht verlegt Marvin ja das Spielfeld nochmal. Nein, dieses Mal bleiben wir hier. Bitte. Habt ihr eigentlich Eintrittskarten für das Spiel gelöst? Also. Ich rufe gleich den Sicherheitsdienst. Schmetterball von Sunny. Und wieder ein Punkt für die Flamingos. Oh, arme kleine Dinge. Ich habe eine Idee. Da die Schildkröten dem Licht folgen, können wir sie mit unserer eigenen Lichtquelle ins Wasser führen. Großartige Idee, Polly. Du bist von uns allen eben die Hellste. Hier drüben geht's zum Meer. Hey, kleine Schildkröten, hier geht's lang. Wuhu, es funktioniert. Los, führen wir sie zum Wasser. Das wird ein Kinderspiel.